Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Pub oder eher aus dem Biergarten, wie wir jetzt so schön sagen. Wir sind heute mal draußen im Wald. Wir heißt der faule Typ da, Esel und ich. Und ich habe euch ein oder zwei schöne Messer angeguckt, die wir uns heute mal genauer anschauen. Und das erste ist hier direkt ein Kracher. Ja, das Joe Vogel Evo X in Zusammenarbeit, wie der Name schon sagt, mit Joe Vogel, Wanger und Linda und Case. Meine Güte, so viele Protagonisten und trotzdem ist was Gutes rausgekommen. Viele Grüße gehen übrigens raus an Messer und Co., an Dirk Wanger, der sich hier auch verewigt hat. Ich hoffe, die Kamera spielt hier mit dem Tageslicht ein bisschen mit. Die ist das ja gar nicht gewohnt, dass ich außerhalb von meinem Keller unterwegs bin. Das Messer macht mir riesig viel Spaß. Und das, obwohl ich erst skeptisch war. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich hier mit diesem Griffmaterial noch nicht so viel Berührungspunkte hatte. TPE, das ist wirklich so ein Hartgummi, das sich dann auch wirklich ja, wie Gummi anfühlt und nicht wie G10 oder andere Sachen. Das ist so richtig, ja, das lässt so ein bisschen nach. Ist aber dadurch auch hier, gerade in dieser Form, in der das hier gegossen wurde, nehme ich mal an, ist das extrem griffig und rutschfest. Das ist natürlich wieder ein Plus. Zudem hatte ich zwei Farben bekommen. Ich denke, die zeige ich euch beide hier im Video. Ich habe aber jetzt nur das Orangene mit im Wald, denn eins davon darf ich testen. Und da bin ich schon fleißig bei. Egal, ob hier die Klassiker Paracord schneiden, Erdnägel schnitzen, ein bisschen Feuerholz machen. Das mache ich aktuell gerade alles mit dem Evo X. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt wie immer die Einzelheiten genauer an. Genau, zum Material des Griffes hatte ich ja gerade schon ein bisschen was gesagt. 11,7 cm ist es lang. Dementsprechend kann ich da mit meiner Large-Sized Hand in Handschuhen einen ziemlich guten, kontrollierten Grip drauf kriegen. Wir haben hier nicht wirklich einen Forward-Scheuel. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich glaube, dass der auch nicht unbedingt so nötig ist. Dieses Messer soll ein Allzweckmesser sein im Bereich Bushcraft und jagdliche Tätigkeiten. Ist 42A-konform und kann sich auf jeden Fall irgendwie auch sehen lassen. Ne? Ich trage das aktuell hier an der Nylon-Scheide. Das wäre im Normalfall gar nicht mal unbedingt mein Favorit. Aber zum einen wusste ich, dass es rausgeht in den Wald und dass es vielleicht schmutzig werden könnte. Und zum anderen ist das die Scheide, in der das Ganze geliefert wird. Deshalb wollte ich dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben. Was ich positiv sagen muss, einhändig rein und raus ist überhaupt kein Thema. Auch hier mit diesem Klett, der das Messer nochmal absichert. Da kommt man gut dran, das funktioniert einwandfrei. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, da das Messer nämlich gar nicht mal so günstig ist, nämlich 169,90 €, habe ich mich irgendwie gewundert, dass da so eine Nylonscheide dazu geliefert wird, weil ich irgendwie gewohnt bin, dass da was anderes dabei ist, egal ob Kydex oder Leder, ab einer gewissen Preisklasse. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, wenn man das Teil dann wirklich mit rausnimmt, wenn es schmutzig wird und man weiß das vorher, dann ist das vielleicht sogar besser als eine Kydex oder eine Leder, einfach nur damit man es einfacher reinigen kann und damit es vielleicht nicht ganz so schade drum ist. Trotzdem kommt das Ganze optional auch noch mit anderen Scheiden. Ich zeige euch die natürlich auch noch mal hier im Video, aber jetzt gucken wir uns doch mal an, wie das Teil hier so performt. Zu früh gefreut, es geht noch ein bisschen mit der Optik weiter. Hier ist natürlich viel los. Das liegt natürlich daran, dass hier viele Menschen beteiligt sind, die zu Recht auch alle ihren Namen irgendwo platzieren müssen. Trotzdem gehen wir mal ganz kurz durch. Auf dem Griff Wanger Linda, was natürlich damit zu tun hat, dass Wanger Linda weiterführen durfte. Ich denke, das wissen viele besser als ich. Auf dem Griff steht nochmal Linda. Dann, weil das Ganze in Solingen gefertigt wird, steht auch Solingen drauf. Dann der Stahl ATS 34 dementsprechend. Und jetzt kommt die andere Seite, nicht bedeutend weniger los. Hier steht nochmal Case drauf. Man findet bei Dirk Wanger auf der Seite da die Angabe, dass das ganze Projekt so ein bisschen gecoacht wurde von Case. Dementsprechend mit Sicherheit auch verdient seinen Platz hier. Und dann das Logo von Joe Vogel selbst. Und natürlich hier darf auch nicht fehlen nochmal Linda. Alles in allem, das wisst ihr, macht das euer Messer nicht schlechter oder besser, wenn da 12 Namen draufstehen. Optisch ist es natürlich jetzt eine Frage, mag man das nicht. Nichtsdestotrotz hat das natürlich überhaupt keinen Einfluss auf die Performance. Für alle Lanyard-Fans ist auch gesorgt. Ich denke, das Lanyard-Hole hier dürfte genügen, um da ein Paracord reinzuschmeißen, was auch immer. Was mir aufgefallen ist, diese Seite hier sieht ganz hübsch verarbeitet aus und die hier ist so ein bisschen, weiß ich nicht, entweder wahrscheinlich unsauber verarbeitet oder so. Die ist auf gar keinen Fall kaputt. Trotzdem ist das so ein klitzekleines Manko, was mir einfach direkt ins Auge gesprungen ist. Hat aber auch damit zu tun, dass ich hier am Rest des Messers wirklich nichts gefunden habe, worüber ich meckern kann. Jetzt geht es aber endlich mal ans Eingemachte. Die Klinge ist wirklich, wirklich schön und gut
um damit zu arbeiten. Ich denke, hier spricht dann einfach ja, die Erfahrung der Protagonisten dafür, dass hier ein Produkt zustande gekommen ist, was man wirklich gebrauchen kann. Zum einen die Länge mit 11,8 cm dürfte einigen gut gefallen. Oh, Kaffeelieferung, vielen Dank. Ja, was macht denn das Essen? Ah, kann man den Becher so toll hinstellen? Ja, der ist super. Ja, der ist super. Ja. Was für ein Produkt hier von Light My Fire. Es ist ein Fold Cup, also das ist ja schon mal was Praktisches. Aber dann kann man den nicht hinstellen, oder was? Warum kann man den nicht hinstellen? Also doch lieber Fold Cup. So, jetzt aber. 11,8 cm Klingenlänge, dementsprechend 42A konform und trotzdem ja so das Maximale, was du mitnehmen kannst, ohne dir Gedanken zu machen. Ich hoffe hier, mein Teststöckchen hält ein kleines bisschen. Worüber ich mich positiv sehr gewundert habe, ist, wie unfassbar scharf das kommt. Ich weiß nicht, der eine oder andere könnte sein, dass er den Livestream gesehen hat, den ich genutzt habe, um das erste Mal auszupacken und dann auch den typischen Paper-Cut-Test zu machen. Das ist wahnwitzig, wie scharf das Teil ab Werk ankommt. Da müsst ihr auf jeden Fall gut aufpassen. Ja, auch im Querschnitt hier, das ist jetzt natürlich kein verrückt stabiles Holz gewesen, aber das geht da durch wie Butter. Also schnitzende Tätigkeiten sind mit dem Evo überhaupt kein Thema. Ich bin ja wirklich kein Champion hier im Locken machen, aber auch das funktioniert wirklich einwandfrei. Wie gesagt, das ist wirklich nicht mein Steckenpferd. Was allerdings gut ist hier an diesem Messer, der Klingenrücken ist auf 90 Grad abgeschliffen. Zum einen natürlich zum Feuerstahlreißen, zum anderen, wenn du so untalentiert bist wie ich, kannst du auch hier mit genug Kraft dann einfach kleinere Locken abschaben, wirklich vom Holz. Und hast deinen Zunder ohne der König zu sein im Locken machen. Und auch wenn der Test ein bisschen unnötig ist, kommt doch der Klingenrücken hier gut zur Geltung. Dementsprechend einmal ganz kurz hier Betoning, weil es einfach dazugehört für einen Allrounder im Bereich Bushcraft. Da muss das natürlich leider auch einfach zwischendurch mal sein, auch wenn ich es nicht so gerne mache. Vor allem nicht, wenn die Axt so schön nah daneben steht. Jetzt möchte ich hier den Griff natürlich auch nicht allzu sehr beschädigen. Ja, wir sind mal gnädig, nehmen mal eine kleinere Stelle hier erstmal zum Warmwerden. Ist auch ein gut verwurzeltes Stück, kann man nicht anders sagen. Da war ein Ast drin. Dennoch glaube ich, das wäre schon machbar. Trotzdem versuchen wir es jetzt hier einfach mal von den anderen Seiten. Ja, Spaltwirkung ist auf jeden Fall da, das ist kein Problem. Ja, ihr seht aber auch, wie die Klinge sich dreht. Ist ja halt alles sehr verwachsen. Nichtsdestotrotz funktioniert das natürlich. Was halt wirklich Spaß macht, ist Schnitzen. Wie gerade schon gesagt, mit ziemlich wenig Kraftaufwand möglich, relativ tief hier ins Holz einzudringen. Oder natürlich, wenn du flach schnitzen möchtest, siehst du auch hier freihändig quasi, nimmst du gut Material weg, ohne allzu viel Kraft reinzustecken. Funktioniert also ziemlich gut. Ja, der Klingenrücken hier mit 4,8 mm Stärke, der macht auch nochmal richtig Freude. Wie schon gesagt, der entfaltet dann auch seine Spaltwirkung, so wie man sich das wünscht, wenn man betonen muss. Und was ich noch schöner finde, wie gesagt, sind die 90 Grad, denn damit können wir Feuerstahl anreißen, Locken machen, alle möglichen Dinge tun. Muss man sich halt einfach darüber bewusst sein, dass das jetzt nicht so gemütlich ist wie bei einem Giant Mouse oder einem anderen italienischen Messer, das hier schön die Crown Spine hat, aber funktionieren tut das wirklich einwandfrei. Ich denke aber, was dieses Messer am Ende dann wirklich so besonders macht, ist der Schliff, der hier wirklich ein schöner Hybrid geworden ist aus einem Saber Grind und auch einem Scandi Grind. Demnach hat man hier so Fähigkeiten vereint, die beide ultimativ gut sind für Outdoor-Tätigkeiten. Ich gehe aber im Pub gleich nochmal näher darauf ein. Und bevor es gleich wieder rausgeht in den Wald, hier nochmal so ganz kurz im Überflug, womit ihr denn euer Evo auch kombinieren könntet. Wie gesagt, das ist die Nylonscheide, die ich jetzt die ganze Zeit an der Hose hatte im Wald. Ihr seht, das Ding ist auch noch nicht nachbereitet, hat wirklich gut gehalten und auch die Nylonscheide ist deutlich besser verarbeitet, als ich es am Anfang vermutet hatte. Macht also durchaus doch Sinn, sich die mal anzuschauen. Da sieht man mal wieder, wie unflexibel man auch irgendwann wird, wenn man so gewisse Standards einfach hat, die man sich dann auch einfach nonstop wünscht.
obwohl sie gar nicht unbedingt so nötig sind. Aber so eine Nylonscheide, die war bei mir einfach nur in meinem kleinen Köpfchen wirklich immer mit so etwas weniger wertigen Produkten in Verbindung gebracht. Was aber, wie wir auch alle wissen, ein bisschen Quatsch ist. Aber na, so ist das menschliche Gehirn nun mal. Hier seht ihr ja die, glaube ich, die volle Hütte, kann man sagen. Ich werde auch versuchen, euch alle von diesen Scheiden nochmal in der Videobeschreibung zu verlinken. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr diese vollwertige Lederscheide mit mehreren Verstaumöglichkeiten dann noch holen möchte. Zum einen habt ihr es gerade schon gesehen, hier so eine großzügige Sicherung, die man dann auch wirklich toll mit dem Daumen öffnen kann. Und zum anderen habt ihr hier Platz für einen Feuerstahl und das Ganze ist von hinten so durchgeschlauft. Das heißt, auch hier könnte man mit Sicherheit nochmal kreativ werden, vielleicht noch was anderes dran schmeißen. Oder aber, wenn man einfach sagt, ja, heute brauche ich es nicht, dann seht ihr das sehr praktisch gelöst hier mit Klett, kann ich das Teil einfach wegschmeißen, also nicht weg im Sinne von in Müll, sondern einfach runter machen und dann habe ich nur die nackige Lederscheide. Funktioniert super, ist eine schöne Kombination und ich denke, hiermit fahrt ihr dann auch ziemlich hochwertig. Hier auch nochmal, by the way, das Modell in Schwarz, das zeige ich euch gleich auch nochmal. So sitzt das Ganze dann wirklich gut, sauber und sicher verpackt. Und dann habt ihr ja mehr oder minder so eine kleine Zwischenlösung. Ich lege euch das Schwarze hier mal gerade ganz kurz hin. Zwischen der Full-Sand-Lederscheide und der Nylonscheide gibt es nämlich noch diese etwas einfachere. Einfach Ledersteckscheide ohne zusätzliche Sicherung. Wenn ihr sagt, das nervt immer mit den Buttons links und rechts, kann ich durchaus nachvollziehen. Dann hat Linda bzw. Wanger da hier auch nochmal was für euch, nämlich die hier. Und ich finde, da sitzt es auch ordentlich drin, fährt gut mit. Hier rappelt nichts, das fühlt sich gut an. Ich denke, hier dürfte auch wieder dieses TPE seinen Dienst ordentlich machen und das Ganze hier sicher in der Scheide zu halten. Aber jetzt mal ganz kurz hier, komm, für alle, die es noch nicht hatten, in Ruhe nochmal der Unterschied hier zwischen den Farben. Wie gesagt, Orange ist normalerweise nicht so mein Ding, aber diesem Modell steht das einfach extrem gut. Ja, und über die Vorteile müssen wir überhaupt nicht sprechen, wenn ich das Ding mal auf dem Waldboden verliere. Je nach Jahreszeit, jedenfalls poppt dieses orangene Griffstück definitiv besser ins Auge. Da kann ich es einfacher wiederfinden. Ist natürlich auch ein praktischer Gedanke dahinter, ne? Nicht nur Optik. So oder so, schwarz oder orange, sitzt das Ding schön, liegt gut in der Hand. Ich gucke mir hier auch nochmal ganz kurz die Lanyard-Öse an, weil ich die ja vorhin kurz bemängelt hatte. Das scheint mir von der Fertigung einfach wirklich so rauszukommen. Da kann mir gern einer von euch auch was zu sagen, der sich mit der Fertigung von sowas ein bisschen auskennt. Vielleicht ist das die Seite, die dann abgeschnitten wird oder ich weiß es nicht genau, angepasst wird. Jedenfalls sieht eine Seite immer hier so schön shiny aus. Die steht auch meiner Meinung nach so ein kleines bisschen weiter raus. Und auf der rückwärtigen Seite ist das dann nicht ganz so hübsch. Aber nochmal, winzig, winzig kleiner Flaw hier an diesem sonst wirklich überzeugenden, ja, Messer, das man vielseitig nutzen kann, das mir auf jeden Fall auch wirklich viel, viel Freude gemacht hat. Im Licht sieht man hier diesen Grind nochmal, über den ich gerade so ein bisschen gesprochen habe. Lest dazu am besten mal die genauen Schleifwinkel der ersten Phase und auch der Mikrophase bei Dirk im Shop nach. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst. Und jetzt gehen wir mal zum Schlusswort nochmal raus. Das ist nämlich deutlich schöner als hier drin. Ja, an dieser Stelle bleibt mir gar nicht viel anderes übrig, außer euch als Team zu einer ganz gelungenen Arbeit zu gratulieren. Das Teil macht wirklich Freude. Ich bin froh, dass ich testen durfte hier. Danke dafür, Dirk. Macht einfach Spaß. Das und auch das Civivi Aratra, das euch noch erwartet. Wirklich zwei richtig coole, entspannte Leihgaben. Dirk hat mir auch gesagt, wie gesagt, hier, das hier darf ich testen. Und ich habe auch jetzt keinen großen Zeitdruck hier dahinter gehabt, nach dem Motto, in 3 Tagen ist das Teil aber bitte wieder da. Macht immer wieder Spaß, mit Messer und Co. zusammen so eine kleine Möglichkeit zu nutzen, um mal was Neues zu zeigen. Und wie gesagt, das Evo, das hätte ich tatsächlich selbst nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, wenn der Dirk mir das nicht vorgeschlagen hätte. Dementsprechend vielen herzlichen Dank dafür. Ich denke, mit der schönen Sonne, die gerade noch im Hintergrund scheint, ist es jetzt auch Zeit zu kochen. Dennis war angeblich fleißig. Ich guck mal, was er so geschafft hat. Gefühlt ist er nämlich hier nur von links nach rechts gelaufen. Aber immerhin hat er mir ja einen Kaffee gebracht. Ja, besten Dank geht raus an Messer und Co., an Dirk und natürlich auch wieder an dich, dass du wieder eingeschaltet hast bei The Knife Pub. Ciao.